Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Uwudel. Uwudel präsentiert mal wieder live und in Farbe aus Rosenheim einen Vortrag und diesmal von Professor Dr. Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Kernfusionsforschung, das Sonnenfeuer auf die Erde holen, ist ja schon ein Thema recht lange. Die Sterne machen alle ihre Energie mit Kernfusion. Eine unerschöpfliche Energiequelle wäre das auf der Erde, letztlich mit recht einfach zugänglichen Rohstoffen Energie zu erzeugen. Auch gerade heutzutage, wo Energie knapp wird, ein Thema. Hartmut Zohm wird uns berichten, wie ist der Stand der Forschung und die Perspektiven. Viel Spaß. Ich freue mich tatsächlich auch mal wieder vor dem vollen Haus sprechen zu können, weil immer nur Zoom und auf kleine Bildschirme schauen ist ziemlich lästig, auch in der Vorlesung. Deshalb ist es ganz toll zu sehen, dass so viele Leute da sind. Freut mich. Und ich will Ihnen in der Tat ein bisschen näher bringen, Kernfusionsforschung, wo stehen wir im Augenblick auf dem Weg dazu, das zu einer Energiequelle auf der Erde zu machen. Und ich möchte dabei natürlich ein bisschen ausholen. Deshalb geht es los mit einer Einführung über Kernfusionsreaktoren, also die Sonne, unser Vorbild, Herr Juncker hat schon gesagt, da möchte ich ein bisschen erzählen, was in der Sonne passiert, dann wie wir versuchen, wie wir denken, dass wir auf der Erde Kernfusionsreaktionen nutzbar machen können. Da gibt es ein paar Tricks, dass man es anders machen muss. In der Tat ist die Energiemenge auf der Sonne gering gegenüber dem, was wir in einem Volumen produzieren wollen, auch wenn es eine Riesenmenge insgesamt ist, aber die Sonne ist auch extrem groß. Das heißt, wir müssen ein paar andere Tricks machen dabei. Dann möchte ich Ihnen was erzählen über den heutigen Stand. Wo sind wir im Augenblick? Und dann über die Zukunftsaussichten, die berühmte Roadmap zum Fusionsreaktor. Und dann sozusagen gerne Diskussionen, Fragen etc. Gut, fangen wir an mit den Kernfusionsreaktoren. Bevor wir mit Kernfusionsreaktoren anfangen, möchte ich mit Kernfusionsreaktionen anfangen. Und dazu fange ich relativ weit von vorne an. Also wie ist unsere Materie aufgebaut? Unsere Materie besteht aus Atomen, die dann zusammengesetzt Moleküle oder Festkörper bilden. Die Atome wiederum, das ist hier sozusagen eine relativ einfache Darstellung. Sie wissen sicher alle, das sind Elektronen und Protonen und Neutronen sind quantenmechanische Teilchen und das sind gar keine Kügelchen und die bewegen sich auch nicht auf solchen Bahnen. Aber so ungefähr stimmt es dann doch. Also sozusagen, da gibt es Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die irgendwo sozusagen in der Nähe von diesen Bahnen hier sind. Und was ganz wichtig ist dabei, Sie sind im täglichen Leben gewohnt, mit den Atomen zu hantieren. Und da gibt es den Kern im Zentrum, der ist positiv geladen und dann außenrum die Elektronenhülle. Das Bild ist auch sehr irreführend. Es stehen immer wieder Zahlen hier auf den Folien drauf, wo so ganz viele Nuller abgekürzt sind. Also wenn ich hier oben schreibe, der Kern ist 10 hoch minus 15 Meter groß, dann heißt es eigentlich 0,000, dann kommen 14 Nuller und dann kommt eine 1 Meter. So groß ist der Kern. Und die Kernhülle oder die Elektronenhülle ist nur 10 oder ganze 10 hoch minus 10 Meter groß. Das heißt, dazwischen ist ein Faktor 10 hoch 5, das ist ein Faktor 100.000. Das heißt, das Bild ist krass irreführend. Wenn der Kern im Zentrum einen Durchmesser von 1 Meter hätte, dann würden die Elektronen kreisen auf einer Bahn, ja, 100 Kilometer davon weg, von einem, also vielleicht von Augsburg und dann über Salzburg und dann über Südtirol und dann wieder hier rum sozusagen. Und nur damit man es besser sehen kann, ist das so hier abgebildet. Aber der Kern ist ein ganz kleines Gebilde und wir kennen im Wesentlichen, was die Elektronen außenrum tun. Die Elektronen sind gebunden an den Kern aufgrund der Ladung. Elektronen sind negativ geladen, Kerne sind positiv geladen. Die umkreisen den Kern so ungefähr auf diesen Bahnen, die hier gezeigt sind dabei, aufgrund von der elektrischen Anziehung. Und die typische Größenordnung von so einer chemischen Bindung, das gebe ich jetzt auch in, also das kann man in Einheiten von Joule angeben, das ist die normale Einheit der Energie, dann sind es 10 hoch minus 19 Joule, das ist nicht sehr praktisch. Deshalb reden wir eigentlich immer von Elektronenvolt, das ist die Energie, die so ein Elektron kriegen würde, wenn ich es beschleunige mit 1 Volt Spannung, 1,5 Volt Batterie, sozusagen 1 Volt. Und wenn es durch 1 Volt durchlaufen hat, hat es eine Energie von 1 Elektronenvolt. Und typisch sind chemische Bindungen, weil die was mit der Elektronenhülle zu tun haben, von der Größenordnung 1 Elektronenvolt. Jetzt gucken wir uns den Kern an. Wie sieht der Atomkern aus? Der Atomkern besteht wiederum aus elementaren Teilchen und die sind Protonen und Neutronen. Neutronen, wie der Name sagt,
neutral, Protonen positiv geladen und Kerne sind aus denen zusammengesetzt. Jetzt sind wir bei diesen 10 hoch minus 15 Meter, also ganz klein. Die Protonenzahl, das ist die positive Kernladung, bestimmt die chemischen Eigenschaften. Sie kennen alle das Periodensystem der Elemente, da stehen so Zahlen dran hier unten. Das ist die Zahl, die Kernladungszahl, die Zahl der Protonen in dem Kern. Und die Gesamtzahl der Nukleonen, also Protonen und Neutronen, sagt, wie schwer so ein Atomkern ist. Und Atome, es gibt Atomkerne mit gleicher Zahl der Protonen, also sie sind chemisch gleich, alles Wasserstoff zum Beispiel, aber die haben eine unterschiedliche Neutronenzahl, unterschiedliche Masse und die heißen Isotope. Ich sage das alles, weil das ganz wichtig wird. Wir gucken uns nachher Wasserstoff an, den wir verschmelzen wollen und da gibt es unterschiedliche Isotope, also unterschiedliche Massen, unterschiedliche Neutronenzahl und je nachdem, wie viele drin sind, ist die Reaktionswahrscheinlichkeit unterschiedlich für so eine Kernfusionsreaktion. Gut, jetzt ist die Frage, warum halten die Atomkerne zusammen? Bei den Elektronen ums Atom rum, habe ich gesagt, da ist es die elektrische Ladung. Hier sehen Sie schon, Atomkerne, alles nur positiv geladen, das stößt sich eigentlich ab. Also das kann es nicht sein. Tatsächlich ist die sogenannte Kernkraft, die die Eigenschaft hat, viel stärker zu sein als die elektrische Anziehung oder Abstoßung, aber nur auf ganz kleinem Abstand, auf geringstem Raum, wenn sich die Kerne ganz nahe kommen, zu wirken. Und tatsächlich gibt es ein schönes Bildchen, sozusagen, wie man sich das vorstellen kann. Das sehen Sie hier. Das ist natürlich ein Wassertröpfchen und ich setze daneben ein anderes Wassertröpfchen mit dieser Spritze. Aber was Sie sehen ist, das ist ein wunderbares Beispiel für so etwas Ähnliches wie die Kernkraft. Diese Kräfte wirken nur, wenn sich die Teilchen ganz nahe kommen. Also wenn die Wassertröpfchen sich berühren, dann ziehen sie sich zusammen. Die versuchen, die Oberfläche zu minimieren, weil am Rand sind keine anderen Partner, die auch noch sozusagen Bindungsenergie aufbringen würden und ziehen sich deshalb immer zu sowas Kreisrunden zusammen. Wenn ich aber so einen Tropfen da, weiß nicht, da rechts daneben setzen würde irgendwo, dann merken die schon gar nichts mehr voneinander und der läuft dann nicht einfach magisch rüber und verschmilzt damit. Und tatsächlich ist es mit den Kernen ganz ähnlich. Man muss die Kerne so nah bringen, aneinander bringen, dass sie sich praktisch berühren und dann verschmelzen sie miteinander. Und wenn man sich die Energie dafür anguckt, wie nah muss man die Kerne aneinander bringen, dann sind es nicht mehr Elektronenvolt, sondern Megaelektronenvolt. Das sind 10 hoch 6, also 1 Million Elektronenvolt. Das heißt, die Bindungsenergie, die bei einer Kernreaktion frei wird, ist 1 Million Mal größer als die Bindungsenergie, die bei einer chemischen Reaktion frei wird. Das ist der Grund dafür, dass Kernreaktoren, das gilt für die Spaltung genauso, viel weniger Massedurchsatz haben, als wenn sie eine chemische Verbrennung machen. Also typisch ein Faktor mehr sogar als 1 Million in der Masse. Also sprich, wenn Sie 1000 Tonnen Kohle verbrennen, dann können Sie das Gleiche auch mit 1 Kilogramm Wasserstoff machen, kriegen die gleiche Energie raus dabei. Das ist ein Riesenunterschied und ein Riesenvorteil eigentlich von Kernreaktionen. Aber man muss natürlich erstmal die Bedingungen schaffen, dass das passiert. Und das heißt, man muss die Kerne so nah aneinander bringen. Die sind ja, da haben wir gesehen, sozusagen so weit weg. Wenn ein Kern hier ist, dann ist der andere irgendwo in Augsburg oder in Stuttgart. Die muss man so nah aneinander bringen, dass sie verschmelzen miteinander, also direkt dann sich berühren und erst dann werden sie sich. Das kann man sich auch in diesem Diagramm anschauen. Und da sieht man aufgetragen die Bindungsenergie pro Kernbaustein, wenn Sie immer mehr Kernbausteine zusammenbringen. Nach dem, was ich vorher gesagt habe, wenn Sie denken, je größer der Kern wird, umso mehr Energie steckt da drin. Das ist nicht ganz wahr, weil die Protonen sind ja alle geladen elektrisch. Und wenn Sie am Schluss zu viele Protonen zusammenbringen, dann stoßen die sich ab gegenseitig und deshalb gibt es so ein Maximum. Und tatsächlich gibt es hier ein Maximum in der Bindungsenergie. Links davon können Sie Energie gewinnen, indem Sie leichte Kerne verschmelzen. Und rechts, da ist das Uran, das kennen Sie alle von der Kernspaltung, können Sie Energie gewinnen, indem Sie schwere Kerne spalten oder durch Neutronenbeschuss dazu animieren, dass die sich teilen in leichtere Fragmente, die dann eine höhere Bindungsenergie haben. Und deshalb ist Kernfusion auch eine Kernenergie, so wie Kernspaltung, aber halt mit ganz anderen Brennstoffen. Wir nehmen Wasserstoff, das leichteste Element, was es gibt, und auf der anderen Seite wird Uran, die schwersten überhaupt noch stabilen Elemente genommen dafür. Gut, wie bringen wir jetzt die Atomkerne so nah zusammen, dass die miteinander verschmelzen? Wenn Sie das so physikertypisch als ein Potenzial, also eine Energie sozusagen, die Sie aufbringen müssen, hinzeichnen, dann sehen Sie hier, wenn Sie, da sitzt irgendwo der eine Atomkern und der andere Atomkern kommt von hier an und das ist jetzt die Energie, die Sie aufbringen müssen, um da hinzukommen, dann geht es immer höher und höher und höher. Das ist die elektrische Anstoßung, das heißt, Sie müssen wie den Berg hochgehen, die elektrische Abstoßung. Und erst wenn Sie hier auf Kernradius gekommen sind, dann gibt es so einen Potentialtopf.
und dann sozusagen wird Bindungsenergie frei dabei und dann haben Sie einen stabilen Atomkern. Wenn das zu kompliziert war, rechts daneben gibt es eine Animation. Wenn die Kerne aufeinander zufliegen und die Energie reicht nicht aus, dann sieht es so aus. Da kommen zwei positiv geladene Kerne und die Anfangsenergie reicht nicht. Und deshalb stoßen die sich elektrisch ab und kommen gar nicht so nah, dass sie sich berühren. Wenn sie ein bisschen mehr Anfangsenergie geben, dann sieht es so aus, in dem Moment, wo sie sich bewegen, wo sie sich begegnen und dann berühren, in dem Moment wandeln sie sich um in andere. Ich zeige Ihnen gleich nachher, was es für Kernreaktionen gibt. Also aus Wasserstoff wird zum Beispiel Helium und die fliegen dann mit höherer Energie weg. Das soll so ein bisschen angedeutet sein, wenn Sie das grüne Elektron, ja, den Neutron wahrscheinlich hier anschauen, wie das wegläuft daneben. Das ist angedeutet, dass das eine höhere kinetische Energie hat. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist die Energie dafür? Wenn Sie die ausrechnen, ist ungefähr 10 Kiloelektronenvolt. Das heißt, das ist irgendwo zwischen der Bindungsenergie in chemischen Reaktionen, also viel mehr als die typische Energie auf der Erde. Deshalb fusionieren wir auch nicht einfach alle und lösen uns sozusagen in großen Energieblitz auf. Und andererseits viel weniger als die Megaelektronenvolt, die Millionen, die ich vorher gesagt habe, die dabei frei wären. Und das ist ganz wichtig. Ich muss irgendwie 10 Kiloelektronenvolt eine bestimmte Energie aufbringen, dass die Fusion einsetzt und die dabei frei werdende Energie ist ein Faktor 100 bis 1000 höher. Und das klingt erstmal so wie ein leichtes Spiel, sozusagen, ich stecke Energie rein und dann kriege ich das 100-fache raus, wunderbarer Reaktor. Ist allerdings die Frage, wie kriege ich die Teilchen effizient auf diese Energie? Das ist ja die Energie der Teilchen, die Bewegungsenergie. Das ist nicht die Energie, die ich aufbringen muss, um tatsächlich das Teilchen auf diese Energie zu beschleunigen. Und die ist viel höher. Es gibt immer Wirkungsgrade bei sowas. Also Sie müssen sozusagen eine Maschine bauen, wo Sie versuchen, diesem Teilchen Energie zuzuführen. Und dann ist die Energie, die Sie da reinstecken, immer mehr als das, was am Schluss als Energie da drin gespeichert ist. Aber man sieht ganz gut sozusagen, was man machen muss. Man muss ungefähr auf diese Energien kommen für die Atomkerne. Kurzer Exkurs, welche Kernfusionsreaktionen gibt es? Der Elmar Junker hat schon gesagt, es gibt die Kernfusionsreaktion in der Sonne. Das ist die, die hier oben gezeigt ist. Das sind Protonen, also Protonen sind der ganz normale Wasserstoff, der zu H2O, das Wasser da drin, das H, das sind diese Protonen. Das ist das leichteste Isotop vom Wasserstoff, denn gibt es sozusagen das häufigste Element im Universum, gibt es ganz viel. Und der verschmilzt in den Sternen über eine Kette zum schweren Wasserstoff, das ist das Deuterium, dieses D hier oben. Und das wiederum reagiert zu Helium, zu einem Isotop, und Helium reagiert dann in Summe zu dem Helium-4. Das ist das ganz normale, stabile Helium, das Sie kennen, was man am Kindergeburtstag nimmt, um Luftballons aufzublasen und die Kinder mit Mickey-Maus-Stimme zu erfreuen. Haben Sie bestimmt alle schon mal gesehen, und das kommt aus den Protonen raus. Und auch das ist so ein Ding, was eigentlich klingt, Fusionsenergie muss das Tollste sein, was man sich vorstellen kann. Sie nehmen Protonen, Wasserstoff, der überall im Wasser vorhanden ist, und rauskommt Helium dabei, mit dem Sie Luftballons aufblasen. Und Sie nehmen 10 Millionen Mal weniger Masse, als wenn Sie das mit Kohle machen würden, um es zu verbrennen. Tatsächlich ist es so, dass diese Reaktion, die in den Sternen abläuft, extrem langsam ist. Das liegt daran, dass da nicht nur die starke Kernkraft beteiligt ist, sondern auch die schwache Wechselwirkung, die sogenannte, die viel, viel kleinere Wahrscheinlichkeit für Reaktionen hat. Und deshalb funktioniert diese Reaktion auf der Erde nicht. Die funktioniert tatsächlich in der Sonne ganz prima. Die Sonne ist ein riesiger Ofen mit 700.000 Kilometer Radius, 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser. Und da drin der Wasserstoffvorrat und der Druck, der durch die Gravitation erzeugt wird, reicht, um das Ganze zu verbrennen. Das können Sie auf der Erde nicht nachbauen. Also sprich, wenn Sie auf der Erde versuchen würden, mit dieser Reaktion Energie zu gewinnen, das ist aussichtslos. Was muss man dann machen? Naja, es gibt noch die anderen Isotope, da oben sehen Sie schon, da ist das Proton, der normale Wasserstoff, den wir alle kennen. Da ist das Deuterium, das ist jetzt ein Neutron und ein Proton. Das ist zu einem ganz kleinen Anteil, 0,01% im normalen Wasserstoff enthalten. Das ist ganz wenig sozusagen als Prozentanteil, aber weil es so viel Wasserstoff gibt, ist es trotzdem ewig viel. Ich zeige Ihnen nachher sozusagen, wie lange man damit irgendwie 100 Millionen Jahre die Erde mit Energie versorgen könnte oder sowas. Und dann gibt es noch ein zweites Isotop, das sogenannte Tritium. Das ist das überschwere, der überschwere Wasserstoff hier. Und das hat zwei Neutronen und das eine Proton. Und da gibt es viel, viel weniger von. Und der Grund dafür ist einerseits, das ist radioaktiv. Und andererseits, weil es radioaktiv ist, zerfällt es. Und die Halbwertszeit ist relativ kurz, 12 Jahre. Nach 12 Jahren ist die Hälfte davon weg.
Und das heißt, alles, was sozusagen im Universum mal am Anfang da war, ist längst zerfallen. Und da brauchen Sie sich nicht mehr drum zu kümmern. Es gibt Tritium in ganz geringer Menge auf der Erde, aber das ist alles künstlich erzeugt, kommt aus Spaltungsreaktoren zum Beispiel als Nebenprodukt dabei raus. Und jetzt, wenn Sie es anschauen, hier gibt es weitere Reaktionen. Es gibt Reaktionen, wo Deuterium mit Deuterium verschmilzt und Energie freisetzt. Und dann gibt es hier unten eine, wo Deuterium und Tritium miteinander verschmelzen. Und in der Tat ist das die Fusionsreaktion, die die größten Erfolgsaussichten hat, weil da nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze verschmilzt, deutlich höher ist als bei all diesen anderen Reaktionen. Das zeige ich Ihnen mal hier auf dem nächsten Bild. Also was hier gezeigt wird, ist so ein sogenannter Wirkungsquerschnitt. Das ist eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Fusionsreaktion stattfindet. Wirkungsquerschnitt kann man sich vorstellen, Sie haben hier das Teilchen und Sie schießen andere Teilchen drauf. Und der Wirkungsquerschnitt ist tatsächlich Quadratmeter, nur viel 10 hoch minus 26 oder sowas. Aber stellen Sie sich vor, sozusagen, Sie machen da dran so eine Pappfläche dran. Und je nachdem, wie groß diese Fläche ist, so groß ist der Wirkungsquerschnitt, also so groß die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie da mit Teilchen draufschießen, dass das Ganze getroffen wird. Und da sehen Sie eben, hier ist die Deuterium-Tritium-Reaktion, die blaue Kurve, die hat einen deutlich höheren Wirkungsquerschnitt. Die hat einen deutlich höheren Wirkungsquerschnitt, als das bei den anderen Reaktionen der Fall ist, die ich Ihnen gezeigt habe. Das sind die anderen Kernreaktionen mit Deuterium, die ich Ihnen gezeigt habe. Liegt schon mehr als ein Faktor 1000 dazwischen. Ja. Faktor 100 zu denen hier, 1500, 2000 vielleicht, irgendwie so in der Größenordnung irgendwas zwischen 100 und 1000. Und wenn Sie das vergleichen mit der Reaktion auf der Sonne, das ist jetzt auf dem rechten Bildchen, dann sehen Sie, da ist eine ganz andere Skala, da sind 24 Größenordnungen dazwischen. Also wenn Sie die Zahl hinschreiben wollten, wie viel weniger wahrscheinlich diese Sonnenreaktion, Sonnenkernfusionsreaktion ist, als die auf der Erde, die wir benutzen, ist das eine Null und dann Komma und dann kommen 23 Nuller und dann kommt eine 1 hinten dran. Und da sehen Sie schon, das ist unmöglich, das auf der Erde zu machen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass die Sonne ewig lange auf unseren, also bis jetzt 4,5 Milliarden Jahre und nochmal ungefähr 4,5 Milliarden Jahre lang lebt und ganz gemütlich ihren Brennstoff verbrennt. Weil, ich habe es vorhin gesagt, es ist zwar eine riesen Energiemenge, aber es ist auch ein riesen Fusionsreaktor und eigentlich brennt die Sonne ganz langsam und gemütlich vor sich hin, weil eben dieser Wirkungsquerschnitt die Wahrscheinlichkeit so gering ist. Und auf der Erde müssen wir die Deuterium-Tritium-Reaktion dafür nehmen, weil die eben diesen höchsten Wirkungsquerschnitt hat. Ansonsten sozusagen können wir die Bedingungen dafür nicht aufbringen. Denn wenn man jetzt noch guckt, hier unten steht, wird Sie wahrscheinlich jetzt nicht erstaunen, da sind 20 und 30 Kiloelektronenvolt Energie, das ist die Zahl, die ich vorhin genannt hatte, auf die man die Teilchen energetisch bringen muss, damit sie sich, die Kerne sich nahe kommen und verschmelzen miteinander. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, wie baut man einen Kernfusionsreaktor? Also, man muss das Wasserstoffgas einschließen und aufheizen, sodass die Kerne eine Energie von in der Sonne 1,5 kV haben, beziehungsweise 20 kV bei der Deuterium-Tritium-Fusion. Und jetzt kommt sozusagen die Übersetzung von kV in Temperatur. Ich nehme meinen Ofen, heize den auf und die Temperatur, die ich dabei erreiche, ist dann 15 Millionen Grad in der Sonne oder 200 Millionen Grad in unseren Experimenten. Also das ist sozusagen der leichte Knackpunkt da dran, das ist auch die Erklärung dafür, warum unter unseren Bedingungen keine Kernfusionsreaktionen stattfinden. Wir haben es damit irgendwie 0 bis 100 Grad zu tun in unserer Umgebung und Sie müssen auf 200 Millionen Grad rauf dabei, Kernfusion zu machen. Und tatsächlich müssen Sie eigentlich dafür zwei Probleme lösen. Das eine ist die Wärmeisolation, also das Gas, das Sie so wahnsinnig stark aufheizen, darf aufgrund der Verluste Strahlung und Wärmeleitung nicht abkühlen. Also irgendwie müssen Sie dafür sorgen, dass da eine gute Isolation, Wärmeisolation ist in dem Behälter, in dem Sie das Ganze einschließen. Und das andere ist der Expansionsdruck. Sie müssen die Kraftbilanz aufrechterhalten, das heißt, Sie müssen dagegen ankämpfen, dass wenn Sie ein Gas heiß machen, dass das versucht zu expandieren und das müssen Sie, dem Druck müssen Sie standhalten. Jetzt ist es so, nach nur einer halben Stunde fällt zum ersten Mal der Begriff Plasma. Ich komme ja vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. In diesem Zustand ist das Gas bei diesen hohen Temperaturen kein neutrales Gas mehr, sondern sogenanntes Plasma. Das heißt, in dem Plasma lösen sich die Elektronen von den Atomkernen, von der Bindung. Die Bindungsenergie ist E-Volt
Und die thermische Energie ist Kiloelektronenvolt, 1000-mal höher. Die Teilchen zappeln so stark, dass die überhaupt nicht mehr diese Bindungsenergie zwischen den Atomkernen und den Elektronen merken, sondern die haben ihr eigenes Leben da drin. Und sie haben es mit dem Gas zu tun, das so ähnlich wie hier ist Wasserdampf zum Beispiel als Beispiel für ein Gas gemacht, so ähnlich wie das ist, aber es ist eben aufgespalten oder aufgeteilt in seine positiven und negativen Bestandteile, die Elektronen und die Ionen. Und deshalb ist Kernfusionsforschung Plasmaphysik und was wir tatsächlich untersuchen in unserem Institut zum Beispiel, wir generieren ein Plasma, also ein heißes Gas im Labor und untersuchen, wie wir da die Wärme drin zusammenhalten können und dem Druck des expandierenden Gases standhalten können. Plasma ist nicht so ganz unbekannt im täglichen Leben, da ist ein Blitz oben gezeigt als Beispiel, die Leuchterscheinung ist genau ein Plasma, da gibt es eine starke Entladung und dann fangen die Atome aufgrund von der Energie, die zugeführt wird, dabei an zu leuchten. Die Leuchtstoffröhre, die früher gab es die immer als schönes Beispiel, die ist jetzt inzwischen auch überholt, die Diode ist kein Plasma, aber die Leuchtstoffröhre, da war auch ein Plasma drin. Wenn Sie an der Seite in so eine Leuchtstoffröhre reingeguckt haben, haben Sie so violett leuchten sehen, das ist die Plasmaentladung, die da drin gebrannt hat. Gut, wie macht die Sonne das? In der Sonne ist die Wärmeleitfähigkeit des Plasmas extrem groß. Die Teilchen sind praktisch sozusagen frei beweglich und zappeln wie wild durch die Gegend, weil sie so heiß sind. Und deshalb sind zwar im Zentrum der Sonne 15 Millionen Grad, Kelvin oder Celsius, egal, aber der Temperaturgradient, der hier aufgezeichnet ist, der fällt ab über den gesamten Radius von 15 Millionen Grad im Zentrum bis hier irgendwie zur Sonne, sichtbare Sonnenrand hat irgendwie 5000 Kelvin oder sowas, glaube ich, als Temperatur. Und dieser Temperaturgradient wird aufrechterhalten über eine Strecke von 700.000 Kilometern, das ist der Sonnenradius. Wenn Sie es im Labor machen wollen, dann müssen Sie einen Behälter machen, der deutlich besser isoliert, als das in der Sonne der Fall ist, weil Sie wollen einen noch größeren Temperaturgradienten vielleicht auf einen halben Meter hinkriegen und nicht auf 700.000 Kilometer. Ich zeige Ihnen gleich, wie das gemacht wird. Das geht so, wir machen uns zunutze, dass das Plasma aus geladenen Teilchen besteht und geladene Teilchen können im Magnetfeld eingefangen werden. Wenn Sie eine Magnetfeldlinie haben im Raum, der Kugelschreiber hier ist eine Magnetfeldlinie, dann machen die Teilchen so eine Schraubenbewegung aufgrund der sogenannten Lorentzkraft und die können sich frei nur längs des Magnetfelds bewegen, aber senkrecht vom Magnetfeld werden sie auf eine Kreisbahn gezwungen. Und das heißt auch, wenn Sie das Magnetfeld hoch genug machen, dann können Sie die Teilchen so stark an die Magnetfeldlinien ankoppeln, dass die praktisch wie auf Schienen hinter den Magnetfeldlinien oder längs der Magnetfeldlinien entlang laufen. Und tatsächlich ist das, was wir machen, also wir legen ein relativ starkes Magnetfeld an im Labor und dann laufen die Teilchen hinter dem Magnetfeld her oder längs des Magnetfelds. Und ich mache schon diese Bewegung dafür. Natürlich, wenn Sie das Magnetfeld einfach so durch den Raum laufen lassen und hier haben Sie eine Wand, dann haben Sie wieder das gleiche Problem. Hier trifft das Plasma auf die Wand drauf und da ist längs der Magnetfeldlinie sozusagen der große Temperaturgradient, den können Sie nicht aufrechterhalten. Also wird das Magnetfeld zu einem Torus, zu einem kreisrunden Gebilde geschlossen dabei und dann laufen die Teilchen praktisch immer im Kreis. Ich zeige das mal auf dem nächsten Bildchen. Das sieht dann so aus. Die Magnetfeldlinien sind so verdrillt. Die machen sogenannte magnetische Flächen, also eine Magnetfeldlinie bleibt auf so einer Fläche drauf und die Teilchen können sich frei bewegen. Längs dieser Magnetfeldlinie, aber senkrecht dazu, von einer Fläche zur nächsten, können sie einen Temperatur- und Druckgradienten aufrechterhalten. Und jetzt muss man noch dazu sagen, das ist so ein Missverständnis, das es manchmal gibt, wir reden nicht von CERN und wir reden auch nicht von einem Beschleuniger. Also im Beschleuniger laufen die Teilchen auch durchs Magnetfeld gefangen. Im CERN haben die Teilchen eine gerichtete Energie, die noch viel höher ist als bei uns, GEV und TEV, aber die laufen im Kreis rum, weil das Magnetfeld praktisch so aufgestellt ist und die sind ein großer Gyrationsradius und die Temperatur von den Teilchen in dem Beschleuniger ist ganz gering. Da gibt es keine Temperatur, da gibt es gerichtete Bewegung. Bei uns ist genau das Gegenteil. Die Teilchen gyrieren auf einem ganz kleinen Larmor-Radius und laufen längs der Magnetfeldlinien. Und die haben keine gerichtete Energie, sondern thermische Energie, das heißt, die zappeln in alle Richtungen. Das ist auch manchmal ein Problem, wenn wir mit den Kollegen reden, die aus der Teilchenphysik kommen, die schlagen uns dann irgendwelche Dinge vor, wie man so einen Einschluss besser machen kann.
übersehen aber dabei, dass wir es mit dem Gas und nicht mit Einzelteilchen zu tun haben und dass tatsächlich da andere Gesetze, da gelten die Gasgesetze da drin, das ist ein thermodynamisches Vielteilchensystem, was viel komplexer ist, als wenn Sie einzelne Teilchen auf die Reise in so einem Kreis schicken. Ich zeige Ihnen gleich auch noch, wie man so eine Konfiguration mit dem Magnetfeld erzeugt dabei, aber erstmal kann man sozusagen im Hinterkopf halten, wir brauchen so ein toroidales Magnetfeld, dann heizen wir das Wasserstoffgas da drin auf, dass es im Zentrum bis auf 100, 200 Millionen Grad heiß wird und dann sozusagen kann ein Temperaturgradient aufgrund der Isolation des Magnetfelds da drin aufrechterhalten werden. Das funktioniert ziemlich gut, ist tatsächlich nicht das Problem bei unseren Experimenten. Also links ist nochmal die Sonne mit den 700.000 Kilometern. Und rechts haben wir unser Experiment in Garching, sogenannte Asterix Upgrade. Das ist ein halber Meter und die Temperatur sind 150 Millionen Grad und in der Sonne sind es 15 Millionen Grad. Das heißt, wir sind Faktor 10 heißer als im Sonneninneren und auf einem halben Meter fällt die Temperatur auf Raumtemperatur am Rand ab. Da sehen Sie, wie gut die Wärmeisolation von dem Magnetfeld ist. Und ich sage später noch was zur Druckbilanz. Ich sage das aber gleich, weil sozusagen das erscheint einem jetzt unmöglich. In der Sonne ist es nicht nur heiß, sondern da sind wahnsinnig viele Teilchen im Zentrum. Im Zentrum der Sonne ist die Dichte der Teilchen, also die Zahl der Teilchen pro Volumen, ein Faktor 1000 höher als in einem Festkörper. Bei uns ist sie 10 Potenzen 10 hoch minus 10 kleiner als das. Das heißt, wir haben es mit einem sehr heißen Gas zu tun, aber gleichzeitig mit einem ganz stark verdünnten Gas. Und das Produkt von Dichte und Temperatur gibt immer den Druck. Und der Druck ist bei uns von der Größenordnung einige Bar. Und mehr könnte man im Labor nicht aufrechterhalten im Magnetfeld. Der Druck in der Sonne, im Sonneninneren ist irgendwie 10 hoch 11 Bar oder sowas, glaube ich. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Man denkt, jetzt nimmt man so ein Gas und heizt es auf wie wahnsinnig und dann muss es doch einem um die Ohren fliegen. Das tut es tatsächlich nicht, weil sozusagen diese geringe Teilchendichte würden Sie normalerweise als ein gutes Vakuum bezeichnen in so einer Experimentieranlage. Aber es ist halt so heiß, dass es trotzdem einen endlichen Druck hat. Gut, es gibt noch eine andere Spielart sozusagen, wie man denkt, dass man Kernfusion im Labor machen kann. Das ist die sogenannte Inertial- oder Trägheitsfusion. Die soll so funktionieren, dass man tatsächlich Bedingungen wie im Sonneninneren herstellt. Und man tut es aber, indem man ein kleines Kügelchen von Deuterium-Tritium-Brennstoff nimmt, mit dem Laser drauf schießt von allen Seiten, dann wird es stark erhitzt, dadurch wird das Material der äußeren Hülle ablatiert und fliegt weg und es komprimiert dieses Kügelchen und das kann bis auf Temperaturen und Dichten wie im Sonneninneren komprimiert werden und dann zündet es und brennt ab. Aber da ist die Idee, dass Sie tatsächlich jedes Mal so ein kleines Kügelchen nehmen, also 10-mal in der Sekunde oder so ein Kügelchen anzünden und es verbrennt. Das ist eine miniaturisierte Explosion, miniaturisierte Wasserstoffbombe. Im Prinzip auch das Prinzip der Wasserstoffbombe, aber halt viel, viel kleiner. Und das machen Sie getaktet dabei und in so großen Takt, so schnell, dass kontinuierlich Energie rauskommt dabei. Ich sage auch nachher noch was dazu, wie weit man da gekommen ist. Das war ja auch in der Presse vor nicht allzu langer Zeit. Ich will auch noch ein bisschen über die Bedingungen genauer reden und deshalb kommen wir jetzt zur Energiebilanz, nämlich das sogenannte Lawson-Kriterium. Das sagt, wie muss denn meine Bedingung sein von Dichte, Temperatur, kommen wir gleich zu, und Isolation, damit ich wirklich Energie gewinnen kann. Und es stellt sich raus, Sie können das sozusagen eine ganze Gleichung dafür aufschreiben, wie die Energiebilanz funktioniert und am Schluss kommt eine Bedingung raus, die Dichte, also die Zahl der Teilchen pro Volumen, mal der sogenannten Energieeinschlusszeit muss einfach größer sein als eine Funktion der Temperatur. Energieeinschlusszeit ist ein Maßzahl für die Wärmeisolation, für die Güte der Wärmeisolation. Da habe ich zwei Beispiele. Kaffeetasse hat eine Energieeinschlusszeit von vielleicht 10 Minuten. Wenn Sie es 10 Minuten stehen lassen, ist der Kaffee kalt. Und die Thermoskanne hat, wenn sie gut ist, hoffentlich 10 Stunden dabei. Und ich zeige Ihnen gleich, was wir für Energieeinschlusszeiten brauchen. Tatsächlich wird es so einfach, also man kann einfach hinschreiben, sozusagen dieses Produkt muss eine gewisse Größe haben bei einer bestimmten Temperatur und dann zündet das ganze Plasma durch und erhält sich selbst am Brennen. Und tatsächlich, wenn Sie sich es angucken, sozusagen, da sind die Zahlenwerte dafür, auf die gehe ich gleich nochmal ein, dann sind die Zahlenwerte so für die Protonenkette, das ist, was in der Sonne passiert, bei 15 Millionen Grad und dann für die Deuterium-Tritium-Reaktion, die wir machen wollen, bei 200 Millionen Grad und das Kriterium ist ein Faktor 10 hoch 24 oder 10 hoch 25 unterschiedlich. Das ist genau wieder von der Wahrscheinlichkeit sozusagen in der Sonne. In der Sonne ist die Zahl viel, viel größer. Tatsächlich ist die Energieeinschlusszeit ewig lang, also bis so ein Photon aus dem Sonneninneren rauskommt, dauert es
zeige Ihnen gleich, wie viel, sehr lange, und die Dichte ist hoch. Und es liegt daran, dass diese Reaktion mit den Protonen, die Kernfusion mit der Protonenkette, eben so wahnsinnig ineffizient ist. Also hier haben wir die Sonne nochmal, hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt. 10 hoch 31 Teilchen pro Kubikmeter, das ist tausendfache Festkörperdichte, also extrem hohe Dichte. Und die Einschlusszeit 10 hoch 14 Sekunden. Du rechnest wahrscheinlich gerade aus, wie viele Jahre das sind, oder? Genau. Durch 86.400. Dann wird das Kriterium für die Protonenkette erfüllt in der Sonne. Und der Druck ist, genau wie ich das vorher gesagt habe, 10 hoch 11 Bar extrem hoch. Also sowas kann man im Labor nicht machen. Tatsächlich ist es auch so, dass die Trägheitsfusion, von der ich vorher geredet habe, die macht genau das, aber die macht es halt ganz schnell. Die sozusagen zündet so ein Kügelchen an, und Inertialträgheit heißt es deshalb, der Einschluss geht nur darüber, dass wegen der Trägheit der Masse es endlich lang dauert, bis die Bestandteile von der kleinen Wasserstoffbombe wegfliegen, und in dieser Zeit brennt es ab. Das sind 10 hoch minus 9 oder 10 hoch minus 10 Sekunden. Gut, also, wenn man das plottet, das sogenannte Lawson-Kriterium, das ist jetzt was, was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, und sieht man ganz oft, wenn wir über unsere Erfolge reden, dann trägt man da auf Dichte mal Energieeinschlusszeit und das als Funktion der Temperatur. Das Kriterium gilt übrigens, ganz witzig, sowohl für den magnetischen Einschluss als auch für die Trägheitsfusion. Und Sie sehen genau den Unterschied, den ich vorher gesagt habe. Wir haben 10 hoch 20 Teilchen, also ein gutes Vakuum, ganz wenig, eine Million mal weniger als die Atmosphäre, die uns umgibt, 10 hoch 8 mal weniger als der Festkörper. Und auf der anderen Seite sind unsere Energieeinschlusszeiten einige Sekunden. Und unser Plasma brennt praktisch stationär, und in dem Sekundenrhythmus wird der Energieinhalt ausgetauscht. Die Trägheitsfusion hat 10 hoch 31, unvorstellbar 11 Zehner Potenzen mehr Teilchendichte, und die Energieeinschlusszeit ist 10 hoch minus 9. Und magischerweise ist das Produkt von beiden gerade gleich groß, und gerade diese Bedingung des Lawson-Kriteriums. Da sind noch zwei Kurven eingezeichnet, die sind ganz interessant. Da ist das Groß Q, das ist die Fusionsleistung, die man rausholt im Vergleich zur externen Heizleistung, die man reintut, um das Ganze aufzuheizen. Q gleich 1, das ist die rote Kurve, sogenannter Break-Even. Da kommt so viel raus, wie man reinsteckt. Das ist jetzt noch kein Reaktor, aber das ist sozusagen so ein Proof of Principle, dass man genauso viel Energie erzeugt, wie man reinsteckt, um es aufzuheizen. Und das geht dann gegen unendlich, das heißt eben Zündung, so wie in der Sonne. Man zündet es einmal an und dann brennt es von selbst, weil die Fusionswärme, die dabei entsteht, reicht, um die Energieverluste da drin zu decken. Und man sieht auch, dass der Unterschied zwischen Break-Even und Zündung gar nicht mehr so groß ist. Da ist also nochmal ein Faktor 10, 15 oder so in diesem Produkt, aber nicht mehr ein Faktor 1000. Das ist übrigens gar nicht so lustig, wenn Sie dann sozusagen versuchen, das Projekt zu verkaufen und dafür Geld einzuwerben, weil Sie sind immer ewig weit weg von dem Erfolg. Und wenn Sie mal am Erfolg sind, so wie das jetzt gerade passiert ist in England beim Fusionsexperiment, das zeige ich nachher noch, dann ist eigentlich der Weg gar nicht mehr so weit. Aber der Weg dahin ist echt steinig. Deshalb, vielleicht sind wir bei Kilometer 32 oder so, könnte sein. Ich zeige Ihnen dann sozusagen das Ganze noch mit der Temperatur. Multipliziert manchmal n mal t mal tau. Das liegt einfach daran, dass, wenn ich die Temperatur noch mit reinnehme, das Ganze der Druck ist. Und dann kann ich noch dem Rechnung tragen, dass der Druck eben bei der Inertialfusion sehr hoch ist und bei uns relativ gering. Okay, wie würde so ein Fusionsreaktor aussehen auf der Erde? Also hier haben wir dieses magnetische Einschluss. Das ist die Fusionsmaschine in der Mitte, die Deuterium und Tritium verschmilzt zu Helium, einem Neutron und 17,6 Megaelektronenvolt. Das sind eben diese große Energie, 10 Millionen mal mehr als bei einer Kohleverbrennung pro Masse. Die Primärbrennstoffe sind Deuterium und Lithium. Also Deuterium hole ich aus dem Meerwasser raus. Lithium ist in der Wand drin. Tritium, habe ich ja gesagt, ist radioaktiv. Das erbrüte ich mir in der Wand, und da erbrüte ich mir genauso viel, wie ich verbrauche. Also das Tritium, was ein radioaktives Material ist, was es gar nicht gibt auf der Erde, weil die Halbwertszeit relativ kurz ist, 12 Jahre, das würde ich im Reaktor selbst erzeugen durch die Neutronen, die ja bei der Reaktion frei wären und in die Wand reinfliegen. Und das heißt tatsächlich, ich habe einen geschlossenen Brennstoffkreislauf, und meine Primärbrennstoffe sind Deuterium und Lithium. Und das primäre Produkt ist Prozesswärme. Es wird anständig warm da drin. Was ich dann damit machen will, hier ist sozusagen eine Turbine hinten dran und Stromeinspeisung. Vielleicht will ich Prozesswärme benutzen für Katalyse, um damit irgendwelche Biofuels zu machen oder sowas. Das ist im Prinzip offen. Wenn Sie einen Ofen haben, sozusagen der Wärme, und zwar High Grade, also sozusagen hochqualitativ
Wärmeenergie erzeugt, dann können Sie damit viele Dinge tun. Gut, jetzt noch, was sind die Eigenschaften von Fusionskraftwerken? Dann sind wir durch mit dem ersten Teil, der längste ist, keine Angst. Also geeignet für Grundlastausregelung, weil sie nicht vom Wetter abhängig sind. Das ist ein Kraftwerk, was laufen würde wie ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk, Gasturbine oder ein Kernspaltungskraftwerk, wo ich genau weiß, was ich tue und wann ich die Energie erzeuge. Wer damit komplementär zu stochastischen Regenerativen wie Wind und Solar, also sagen, ich kann es auch gar nicht leiden, wenn Leute rumlaufen und ihre Forschung sozusagen verkaufen und sagen, das ist das einzig glückselig Machende und das, wenn wir das nur machen und sozusagen ihr mir alle das Geld, sie über ihre Steuern geben, dann sozusagen mache ich damit alle glücklich. Der Energiemix der Zukunft wird sicher so aussehen, dass man alle Formen hat dabei und man muss vom CO2 wegkommen. Und ich denke, Wind und Solar werden auf jeden Fall ausgebaut. Ich glaube nicht an 100%, ehrlich gesagt, weder in Deutschland noch woanders. Und dann braucht man was dazu, was Gas und CO2-frei eben Gas und Kohle ersetzt. Und das kann die Kernfusion sein. Die Energiequelle ist nachhaltig. Deuterium aus dem Meerwasser ist überhaupt kein Problem. Da steht irgendwie 10 hoch 16 Kilogramm. Ich sage Ihnen gleich, wie lange das dauert. Das wird irgendwie 100 Millionen Jahre oder sowas reichen. Das ist eine Riesenzahl. Tritium aus dem inneren Brennstoffkreislauf aus Lithium, da ist es ein bisschen knapper. Und zwar, wenn Sie das Lithium nehmen, was in der Erdkruste vorkommt, dann sehen Sie zwei ganz unterschiedliche Zahlen da drin, also 10 hoch 9 und 10 hoch 13. Und dementsprechend sehen Sie auch, wenn Sie den Grundlastbedarf ab 2050 decken wollten mit Lithium, dann reicht das entweder 6000 Jahre oder 20 Millionen Jahre. Und der Hintergrund ist, die 6000 Jahre, die übrigens immer noch eine ganz schön lange Zeit sind, wenn Sie denken, was vor 6000 Jahren auf der Erde waren, die kommen davon, wenn Sie annehmen, Sie bauen das Lithium so ab, wie das heutzutage gemacht wird. Also Sie nehmen die gesicherten Reserven, die in Minen sind, und da holen Sie das Lithium raus. Die 20 Millionen Jahre sind, wenn Sie alles Lithium, was auf der Erde verfügbar, zum Beispiel im Meerwasser, was im Augenblick nicht rausgeholt wird, nehmen würden, dann kommen Sie auf deutlich größere Zeitskalen. Aber was immer, das ist nachhaltig von der Art, dass wenn man mehrere tausend Jahre sozusagen gesichert hat, dann ist eigentlich das keine Diskussion. Also es reicht, um die Grundlast in der Primärenergie zu tragen. Grundlast habe ich ein Drittel genommen von dem, was erzeugt werden wird. Ist die Reichweite für Deutschland oder für die aktuelle Welt? Für die ganze Welt. Ich zeige nachher eine Folie ganz am Schluss mit dem Weltenergiebedarf. Das habe ich durch drei geteilt und gesagt, das machen wir nur mit Kernfusion. Und dann kommt die Zahl raus dabei. Und Fusionskraftwerke werden günstige Umwelteigenschaften haben. Es gibt keine CO2-Emissionen dabei, keine unkontrollierte Kettenreaktion, weil sie ja immer Brennstoff nachfüllen. Ein Spaltungsreaktor sitzt auf seinem Brennstoff für viele, viele Monate zumindest. Hier ist es so, dass Sie immer nachfüllen müssen und wenn Sie was falsch machen, geht irgendwas schief, dann geht das Fusionsfeuer schneller aus, als Sie gucken konnten. Wir kennen das aus unseren Experimenten. Das heißt, so eine Kettenreaktion, wo irgendwas durchgeht, unkontrolliert und schmilzt und so, das wird es dabei nicht geben. Die Nachwärme kann die Anlage nicht zerstören, keine Kernschmelze. Es gibt radioaktiven Abfall, also dadurch, dass Neutronen rumfliegen, wird die erste Wand und die innere Struktur aktiviert. Aber weil Sie innerhalb der Brennstoffkette keinen Brennstoff haben, kein Element, was eine lange Halbwertszeit hat, können Sie das so machen, dass Sie tatsächlich auf der Größenordnung zig Jahre auf ein Level runterkommen von Dingen, die Sie lagern müssen, aber halt für zig und nicht für Hunderttausende von Jahren. Und dann können Sie es wieder aufarbeiten, anfassen oder was immer. Also es ist so, es gibt keinen, die Engländer oder Amerikaner sagen, es gibt there is no free lunch, so wird das gesagt. Es gibt es tatsächlich nicht. Also eine Energiequelle sozusagen, die alle Probleme löst. Jeder hat ihre Fußangel. Das ist in der Tat was sozusagen. Aber das wird man sich vorstellen, man baut ein Kraftwerk und wenn das fertig ist, sozusagen seine Laufzeit erreicht hat, dann lassen Sie das 50 Jahre stehen und dann fangen Sie an, es langsam zu zerlegen und in das nächste Kraftwerk reinzubauen. Gut, damit bin ich am Ende der Grundlagen. Ich würde jetzt direkt übergehen zum heutigen Stand und zum Zukunftsaussichten und dann können wir ein bisschen diskutieren dazu. Gut, also was ist der heutige Stand? Jetzt wird es ein bisschen einfacher zu folgen. Wie schließt man so ein Plasma ein? Habe ich schon gesagt, man macht einen Torus. Wie macht man das Magnetfeld in dieser Torusgeometrie? Es gibt zwei Möglichkeiten, die sich durchgesetzt haben. Eine ist, man nimmt Spulen, die diese verdrillten Magnetfeldlinien ganz von außen, mit Feldern von außen erzeugen. Dann kann man zeigen relativ leicht, dass es dann leider eine dreidimensionale, relativ komplexe Angelegenheit wird.
Das ist der sogenannte Stellarator. Das ist ein Experiment, was wir in Greifswald an der Ostsee aufgebaut haben und was da inzwischen in Betrieb ist. Ich zeige nachher ein Bild davon, vom Aufbau. Da haben Sie diese Spulen, die also 3D gewunden sind, relativ komplex, lässt sich aber bauen, wie wir gezeigt haben dabei. Vorteil: Sie haben das ganze Magnetfeld von außen kontrolliert. Das Ding, Sie machen einmal das Magnetfeld an, das fängt an zu brennen und dann brennt es vor sich hin und ist stationär. Es gibt auch eine andere Einschlussmöglichkeit, die ist weiter fortgeschritten, weil es einfacher ist, das ist der sogenannte Tokamak. Da gibt es diese roten Spulen, in denen fließt ein Strom, der dann ein toroidal umlaufendes Magnetfeld macht. Wie wenn Sie eine große Spule haben und Sie würden die Spule einfach biegen, dann gibt es so toroidale Feldlinien. Aber um die Verdrillung zu machen und diese Flächen zu generieren, müssen Sie jetzt in dem Plasma einen Strom induzieren. Dafür nimmt man Transformator, da gibt es also noch eine Spule, die hier im Zentrum steht, in der wird der Strom geändert da drin und das induziert einen Gegenstrom im Plasma. Das Plasma ist extrem gut leitfähig, elektrisch leitfähig. Wir haben einen Strom in unserem Experiment in Garching-Größenordnung, 1 Million Ampere, wird getrieben mit 1 Volt Umfangsspannung, weil die Leitfähigkeit so groß ist. Und dieser Strom macht Ihnen von selbst praktisch die Komponente, die das Plasma einschließt dann und die diese Verdrillung macht. Vorteil, es ist einfach, lässt sich gut bauen, ist auch tatsächlich so, dass die meisten Experimente weltweit solche Tokamaks sind und auch die größten Erfolge erzielt wurden. Nachteil, Sie müssen immer in dem Transformator den Primärstrom nachregeln, um den Sekundär, den Plasmastrom aufrechtzuerhalten. Und wenn Sie die Spule auf Ihren vollen Stromwert gefahren haben, Schluss. Das heißt, der Tokamak ist eine gepulste Entladung, da haben Sie sozusagen eine Plasmaentladung, die kann dann in der großen Maschine Stunden dauern, aber irgendwann ist Schluss und müssen wieder von neuem anfangen dabei. Da ist der Stellarator deutlich besser. Das Ganze sieht dann so aus, also in unserem Experiment in Garching, wenn Sie ins Innere reingucken, da sehen Sie schon so Kacheln wie Hitzeschild vom Space Shuttle, weil das mit dem Plasma, die Wand mit dem Plasma in Berührung kommt. Wenn der Mensch die Anlage verlassen hat und das Ganze runtergepumpt ist, dass ein gutes Vakuum drin ist, dann geht es los mit der Plasmaentladung. Und die sieht, ich halte sie mal an, sieht extrem unspektakulär aus. Das liegt daran, dass Sie alle keinen Röntgenblick haben. Wenn Sie Röntgenblick hätten, würden Sie sehen, wie es im Zentrum gleißend hell strahlt, weil es im Zentrum eben diese 100 Millionen Grad hat. Da ist aber die Strahlung, die emittiert wird davon, eben im Röntgenbereich und die sieht man gar nicht mit dem Auge. Was wir sehen, ist praktisch die äußere Umrandung vom Plasma, da wo es relativ kalt wird und wo der Wasserstoff im sichtbaren Bereich strahlt. Wenn Sie sich das nochmal durchgucken, da sieht man so die Kontur von der äußersten Hülle von dem Plasma und was drin ist sozusagen. Wir haben ganz viele andere Möglichkeiten in unserem Labor, das zu untersuchen und zu schauen, wie es aussieht, aber mit dem Auge sieht man es nicht. Und Sie sehen auch, dass das ist Realtime, also 10 Sekunden Entladung bei uns. Und man sieht auch, dass wir es relativ gut unter Kontrolle haben und kontrollieren können, wie die Entladung da läuft. Und tatsächlich im Zentrum, also da sind es jetzt vielleicht keine 100, aber 10 bis 15 Millionen Grad sind es bestimmt auch in der Entladung. Wo stehen wir bei der Fusionsforschung mit magnetischem Einschluss? Das ist das Diagramm, was ich Ihnen schon mal gezeigt habe. Da ist der Break-Even, also wo man so viel Energie rausholt, wie man reinsteckt. Da ist die Zündung. Unsere Experimente, hier ist zum Beispiel unser Garchinger Experiment. Da ist unser Experiment. Hier oben sind die weltweit größten Experimente und die weltweit größten Experimente kommen gerade so an dieses Verhältnis, dass so viel rauskommt, wie man reinsteckt dabei. Das ist schon sozusagen im Vergleich, man könnte es auch gegen die Jahre plotten, also links unten wäre irgendwie 1960 oder 70 und rechts oben wäre dann 2000 oder jetzt gerade 2021, im letzten Jahr haben wir gerade so ein Experiment gemacht. Und Sie sehen, wir haben die hohe Temperatur erreicht. Es sieht so aus, wie wenn wir fast da sind. Wir haben auch die hohe Teilchendichte erreicht. Was fehlt, ist die Energieeinschlusszeit. Wir brauchen ein paar Sekunden. Wir sind mit unseren jetzigen Maschinen bei 100 Millisekunden, also vielleicht ein Faktor 10 zu klein. Tatsächlich gibt es bei uns einen Haufen Fusionsprozesse und es wird auch Energie, wenn man Deuterium Tritium einfüllt, Fusionsenergie frei. Aber die Energiebilanz ist nicht positiv. Und warum ist es so? Das ist so, weil die Wärmeisolation anders ist, als wir das erwartet oder sagen wir meine Vorgänger erwartet hatten. Das ist jetzt sozusagen die Frage, warum dauert es immer so lang? Warum haben die Leute vor 50 Jahren gesagt, das sieht doch einfach aus, in 20 Jahren haben wir das und jetzt haben wir es immer noch nicht und sind bei Kilometer 31,5 inzwischen. Aber die Antwort ist, wenn Sie ausrechnen, wie groß die Wärmeleitfähigkeit von so einem Plasma ist, dann ist die einfachste Theorie zu sagen, da drin sind ganz viele Teilchen.
Und jedes Mal, wenn so Teilchen stoßen, dann versetzen sie sich um einen Gyrationsradius und ein kaltes Teilchen kommt nach innen und ein heißes geht nach außen. Und wenn Sie daraus ausrechnen, wie gut die Wärmeleitfähigkeit oder die Isolation wäre, dann kommt tatsächlich raus, die Maschine, die Sie bauen müssen, um zu zünden, ist ungefähr so groß. Die stellen sich auf den Tisch und dann zünden sie da, weiß nicht wie viel, ein paar Kilowatt Leistung rein und schon fängt es an, vor sich hin zu brennen. Und tatsächlich ist es so, dass die Maschine 6 bis 7 Meter großen Radius groß sein muss. Und das liegt nicht daran, dass die Leute nicht rechnen konnten früher, sondern das liegt daran, dass die Leute unterschätzt haben, dass der Hauptwärmetransport nicht gemacht wird durch Stöße zwischen den Teilchen, sondern durch Turbulenz. Und das ist jetzt sozusagen die großen Gradienten, die da drin sind, die treiben Turbulenz. Da habe ich hier mal so eine schicke Simulation mitgebracht. Also das ist unser Plasma aufgeschnitten, im Computer simuliert. Was man sieht, ist die Abweichung vom Mittelwert. Deshalb sehen Sie keine Gradienten, sondern nur, wie es fluktuiert sozusagen. Und man sieht aber ganz gut, dass es da drin so turbulente Zellen gibt. Halt das mal an. Und die turbulenten Zellen, die man da drin sind, ist so ein bisschen wie auf der Wetterkarte, die bewegen sich und die transportieren Wärme nach außen. Und die machen das mit einer Effizienz, die ist viel, viel größer. Also jetzt da drin, wenn Sie da drin so einen Gyrationsradius, den die Leute früher in der Theorie angenommen haben, dass das versetzt wird, einzeichnen würden, der ist wahrscheinlich kleiner als die Fingerspitze von diesem Pointer. Und die Turbulenzzelle hat halt irgendwie einen Faktor 100 größere Ausdehnung und 100 Quadrat gibt uns gerade leider 10 hoch 4, also einen großen Faktorunterschied. Und deshalb muss man die Maschine größer bauen, als es zunächst gedacht wird. Deshalb ist es auch extrem schwierig, vorherzusagen, genau auszurechnen, sozusagen, wie die Wärmeleitfähigkeit ist. Deshalb sind wir im ständigen, sozusagen, es gibt Theoretiker, die sowas simulieren und wir messen das und versuchen sozusagen diese Turbulenz derer Herr zu werden, was ein relativ komplexes Phänomen ist und darüber zu lernen, genau, wie groß man die Maschine bauen muss. Wir sind aber so weit, dass wir einen Plan haben, wie groß man das machen muss. Also hier ist unser Garchinger-Experiment, das Astex Upgrade. Das ist das weltweit größte Experiment JET, sozusagen der Querschnitt davon. Also stellen Sie sich vor, der Torus geht einmal so rum und ich plotte da einmal durch den Querschnitt. Und das ist das sogenannte ITER-Experiment, das gerade aufgebaut wird. In Frankreich sage ich gleich noch was zu. Und hier ist eben die Energieeinschlusszeit vielleicht 100 Millisekunden bei uns in Garching und in dem englischen Experiment ist sie vielleicht eine halbe Sekunde und in ITER werden es 2-3 Sekunden sein und das reicht aus, um positive Energiebilanz zu machen. Und das ist aber natürlich auch die Krux, Sie müssen, um zu zeigen, dass es funktioniert, eine riesig große Maschine bauen. Das ist ein, Sie werden es nachher gleich sehen auf den Bildern. Trotzdem, der Erfolg ist groß, also hier ist NT-Tau, dieses Triple-Produkt, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, als Funktion der Jahreszahl aufgezeichnet und da sehen Sie sozusagen, diese Erfolgsparameter ist bis zum Jahr 2000 gestiegen und drunter ist Moore's Law, das ist das berühmte Halbleiter, sozusagen wie viel Circuits, auf wie viele Schaltkreise auf einen Chip drauf passen, das ist sozusagen das tollste exponentielle Wachstum, was man in der Technik kennt und wir sind tatsächlich ein bisschen besser gewesen als das, aber 2000, wenn Sie das weiter extrapolieren, hätten wir 2010 fertig sein müssen und da fehlt eben die nächstgrößere Maschine, das sogenannte ITER-Experiment, das sehr lange gedauert hat, bis die Welt sich mal aufgerafft hat, so ein Ding zu bauen und es ist jetzt sozusagen in der Fertigstellungsphase dabei. Wir haben aber Experimente gemacht, schon 1997 in dem JET-Tokamak, hier sehen Sie es auf der anderen Seite, wo wir sehr nah gekommen sind an diesen Faktor 1, also ungefähr so viel rauszuholen, wie wir reinstecken. Wir haben 16 Megawatt Fusionsleistung rausgeholt und 26 oder sowas reingesteckt. Also das Q war 0,6. Das heißt, Sie kriegen einen Großteil von der Energie raus als Fusionsenergie. Das ist übrigens auch ein Experiment, was wir wiederholt haben, jetzt nach 20 Jahren fast. Und jetzt war der Trick dabei sozusagen, war nicht zu sagen, wir wollen da mal schnell so eine Zacke machen, also dieses, was da vorne zu sehen ist, ist das Experiment von 1997, sondern wir wollen zeigen, dass das Ganze stationär geht und da kommen tatsächlich bei 25, 30 Megawatt Heizleistung 10 Megawatt raus und die kommen stationär mehr oder weniger über diese 5 Sekunden raus und sind dann technisch limitiert abgeschaltet. Also jetzt nicht irgendwas Schreckliches sozusagen, was da passiert ist, sondern einfach die Maschine wird warm und dann irgendwann, die hat Kupferspulen, muss man das Ganze abschalten. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Erfolg gewesen, vor allem, weil wir vorher berechnet haben, wie die Kurven aussehen sollten und die haben im Wesentlichen so ausgesehen, wie die drauf aussehen. Das heißt, wir verstehen jetzt sozusagen von der Theorie her,
wie wir sowas planen, bauen und dann auch betreiben müssen. Und vielleicht auch ganz nett, das habe ich ja mal draufgeschrieben, dafür wurden, um die Leistung, die Energie zu erzeugen, 100 Mikrogramm Tritium und 70 Mikrogramm Deuterium verbrannt. Und wenn Sie das mit Erdgas machen wollten, wäre es 1 Kilogramm gewesen und mit der Braunkohle 4 Kilogramm Braunkohle. Das sind eben diese 10 Millionen Unterschied in der Masse davon. Wo steht der Stellarator? Das ist der Wendelstein 7X. Achso, natürlich für Sie hier in Rosenheim ganz cool, dass der Wendelstein heißt. Das ist tatsächlich so, dass der von den Garchinger-Forschern geplant wurde und deshalb auch Wendelstein genannt wurde. Und es gab die Baupläne dafür fertig in der Schublade, aber es gab das Geld dafür nicht. Und 1991 gab es eine große Möglichkeit, Forschungsprojekte in den Osten Deutschlands zu verlegen. Und da sind die Leute von hier gekommen und haben gesagt, hier, wir haben ein fertiges Projekt. Max-Planck-Gesellschaft macht ein neues Max-Planck-Institut in Greifswald, hoch oben an der Ostsee. Und dann hat es tatsächlich funktioniert, dass das Ding da aufgebaut worden ist. Aber das ist der Gag sozusagen, dass es mit dem ziemlich bayerischen Namen Wendelstein nach da oben hingekommen ist, wo die Leute gar nicht wissen. Die haben am Anfang mal gesagt, das ist der Wendestein, was besonders nett war vor dem politischen Hintergrund. Aber inzwischen sind wir auch darüber einig, wo das herkommt. Der läuft seit 2016, das soll die Einschlussgüte zeigen, so wie beim Tokamak, ist inhärent stationär. Das ist eine Riesenanlage, da sehen Sie so ein Modul mit ein paar Spulen, was da am Kran gerade rübergehievt wird. Rechts steht eine Person, die das Ganze gerade runterlässt. Der Wendelstein, also dieser Durchmesser, das sind 10 Meter. Und die Spulen da drin, 72 Spulen an der Zahl, sind supraleitend. Das heißt, die laufen dann, auch weil der Stellarator eben stationär ist, die laufen dann stationär. Und wir haben schon Entladungen gemacht da drin von vielen zig Sekunden. Und der Plan ist, 30 Minuten zu machen, um wirklich auch zu zeigen, dass es stationär geht. Beim Stellarator, weil man das Magnetfeld immer hat, kann man zeigen, wie die Magnetfeldlinien aussehen. Das macht man, indem man Elektronen längs der Magnetfeldlinien schießt und dann so einen Stab nimmt, der leuchtet und den da durchschwenkt. Da kann man wunderschön sehen, wie die Magnetfeldgeometrie da aufgrund von diesen Spulen durch das Gefäß durchgeht. Und wenn Sie sich eine Entladung im Stellarator angucken, dann ist das so ähnlich wie meine Tokamak-Entladung vorhin. Aber es ist halt alles dreidimensional. Sie gucken in das Gefäß rein sozusagen, da gibt es keine einfache Symmetrie mehr, sondern Sie gucken da rein und Sie sehen, wie das ganze Ding da geschwungen ist dabei, aber Sie sehen auch, was eigentlich gut ist, dass es relativ langweilig ist. Also sozusagen die Entladung ist einfach stationär und brennt vor sich hin, passiert nicht viel dabei. Der Wendelstein ist dann so weit gekommen, dass wir in diesem Diagramm zum ersten Mal einen Stellarator auch wohin gebracht haben, wo er sich sehen lassen kann. Sie sehen da oben den Punkt, B7X, der ist jetzt schon fast auf Augenhöhe mit unserem Experiment, das wir in Garching haben. Und tatsächlich ist die Idee, wenn der Stellarator sozusagen zeigt in den nächsten Jahren, was er sozusagen verspricht von der Einschlussgüte, dass man dann wahrscheinlich irgendwann dazu übergeht, zu sagen, der Stellarator ist eigentlich das bessere Konzept für die Zukunft. Kurz noch zur Trägheitsfusion, wie sieht es da aus? Es gibt auch bei der Trägheitsfusion Fortschritte. Ich habe schon das angesprochen gehabt, dass die Trägheitsfusion eher so im Prinzip Wasserstoffbombe, aber miniaturisiert ist. In der Tat wird in Europa fast nur sehr wenig Geld in Trägheitsfusion gesteckt, außer in Frankreich und England und in Amerika sehr viel. Und das hat tatsächlich einen Hintergrund eigentlich aus der Rüstung oder Rüstungsforschung. Die weltweit größte Anlage steht in Amerika, in Livermore, National Ignition Facility. Und die sagen auch sozusagen, ihr Ziel ist nicht Energiegewinnung, sondern ihr Ziel ist damit umzugehen, die Physik von der Atombombe oder der Wasserstoffbombe zu verstehen und damit umzugehen mit dem, was sozusagen, wo wir gedacht haben, dass es nie wiederkommt und was angerichtet wurde in den 80ern und was jetzt aber sozusagen überall noch rumsteht. Insofern ist es eine sehr beeindruckende Anlage. Also das ist ein Laser, der hat die Größe von 2 Fußballfeldern. Sehen Sie jetzt hier sozusagen in so einem Cartoon, aber da unten sind Fahrzeuge davor geparkt. Da sehen Sie schon, wie groß das ganze Ding ist. Da guckt man rein, das sind diese ganzen Röhren mit dem Lasermaterial. Und die ganze Energie da drin wird komprimiert in ein Kügelchen, was in diesem Hohlraum drin steckt. Hier, was sich da jemand anguckt, das heißt, es ist so ein Millimeter großes Kügelchen. Und auf das werden 92 Laserstrahlen drauf fokussiert, um das Ding zu zünden. Das hat inzwischen relativ gut funktioniert. Also auch die haben dieses Jahr eine Pressemitteilung über Ergebnisse vom letzten Jahr gehabt.
Und zwar, Sie sehen schon, Sie können sich vorstellen, wenn Sie so ein Kügelchen von allen Seiten bestrahlen wollen, damit es komprimiert, dann müssen Sie das sehr gut symmetrisch machen. Wenn Sie nur von einer Stelle reingehen, dann büxt es in die andere Richtung aus. Und genau ist das ist in den ersten Experimenten passiert. Da sieht man so Bilder, Rekonstruktionen davon, und das ist überhaupt keine Kugel mehr, sondern es fängt an aufzuplatzen und wird so wie Sie drücken halt sozusagen, es quillt Ihnen zwischen den Fingern raus. Inzwischen haben die Leute sehr gut gelernt, wie sie das machen müssen. Und man sieht auf der rechten Seite den Energiegewinn, der aus so einem Pellet rauskommt. Und der dümpelt die ganze Zeit bei sehr kleinen Werten rum und ist jetzt gerade im letzten Herbst bis auf 1,3 Megajoule hochgegangen und 1,9 reingesteckt. Das heißt, der Faktor ist jetzt auch 0,6. Das heißt, auch da ist man in der Nähe dazu, so ein Pellet zu zünden. Was übrigens auch dazu führt, dass es jetzt auch wieder Interesse an der Inertialfusion zur Energiegewinnung gibt. Jetzt nicht unbedingt sozusagen in Deutschland staatlich gefördert, aber insgesamt ist auch diese Option was wieder verstärkt angeguckt wird. Gut, da komme ich jetzt zu den Zukunftsaussichten. Wie sieht es aus mit unserem Marathon? Das ist eine Roadmap zum Fusionskraftwerk, das ist jetzt die EU-Roadmap. Die ist fürchterlich bunt und schick, aber was ganz wichtig ist, da oben ist der ITER, Das ist das Experiment, was jetzt gerade gebaut wird, und das soll zeigen, dass man ein Plasma zünden kann und dass das von selbst brennt, also mit deutlich mehr Energieoutput, als man reinsteckt dafür. Und wenn das soweit ist, würde man es reinstecken in den sogenannten Demo. Das ist ein Demonstrationskraftwerk, und das wäre dann ein Kraftwerk, was Energie ans Netz liefert und wo Elektrizität tatsächlich dabei rauskommt. Sie sehen, das ist, so wie das staatlich gefördert typisch ist, was aufeinander aufbaut, also eine sequentielle Strategie. Wir bauen ein Experiment, im Augenblick der JET zum Beispiel oder unseres in Garching. Wenn das funktioniert, wird ITER gebaut. Wenn ITER funktioniert, wird Demo gebaut und danach kommt das Kraftwerk. Wenn Sie wollten, da komme ich nachher drauf, wenn Sie schneller machen wollten, müsste jemand herkommen und sagen, okay, ich sage, wir bauen drei so Kraftwerke parallel und wenn zwei nicht funktionieren, Pech gehabt, und wenn eins funktioniert, dann ist es gut. Und das ist tatsächlich was im Augenblick wir gerade sehen. Es gibt jetzt private Investoren, die Geld in die Fusionsforschung reinstecken und sagen, lasst uns mal was Risikoreiches machen und vielleicht funktioniert eins von den dreien und dann sind wir viel schneller am Ziel. Das ist übrigens genau was wir in der staatlich geförderten Forschung nicht machen, weil das nämlich mit ihren Steuergeldern gemacht wird und weil nicht klar ist, dass wenn ich herkomme und sage, ich baue mal 10, und vielleicht klappt eins davon vielleicht auch nicht, dass Sie dann happy damit wären, wie damit umgegangen wird. Das ist halt so ein bisschen zwischen öffentlich und privat der Unterschied. Okay, wie sieht ITER aus? Da sieht man das schon. Das ist die Stufenleiter zum Fusionskraftwerk. Da ist unser ASTEX Upgrade, der hat 3 Meter Durchmesser. Da ist der JET, den ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, in England, das europäische Experiment mit diesen 60 Megajoule Fusionsenergie. Und der ITER ist nochmal ein Faktor 2 größer als das. Und der soll 500 Megawatt, sieht man auf der nächsten Folie, der soll 500 Megawatt Fusionsleistung erzeugen bei 50 Megawatt externer Heizung. Das heißt, da ist im Plasma die Energieverstärkung dann Faktor 10 positiv. Das heißt, Sie kriegen Faktor 10 mehr Fusionsenergie raus, als Sie deponieren im Plasma zur Heizung. Und das ist eine Riesenanstrengung. Also Sie sehen, wie groß die Maschine ist dabei. Da 6 Meter großer Radius, das sind dann 12 Meter sozusagen Durchmesser von dem Torus. Es gibt sogar irgendwo eine Person, wenn man genau hinschaut, die steht hier dabei, ist schon ganz schön klein. Und die Maschine wird gerade aufgebaut in Frankreich, Cadarache. 15 Milliarden Euro sind ungefähr der Preis, der im Augenblick beziffert wird dafür, und das erfordert eben weltweite Anstrengung. Das ist auch der Grund, dass es so lange gedauert hat, bis die Leute sich geeinigt haben, sowas überhaupt zu bauen. Weil eben, Sie sehen da dran, China, Europa, Indien, Japan, Korea, Russland und die USA sind da dran beteiligt an diesem Projekt. Ich will jetzt nicht drüber reden, was das russische Beteiligung im Augenblick bedeutet dafür, weil das natürlich auch Probleme aufwirft, aber im Prinzip sind die alle dabei. Und das ist toll sozusagen, dass sich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung dahinter vereint. Das ist der Spruch der ITER-Leute, wer Indien und China an Bord hat, der hat das sozusagen. Und das ist schlecht in gewisser Weise, weil das Projekt so aufgesetzt ist, dass jeder, der mitmacht, darf jede Technologie lernen. Und das heißt, jeder von den Partnern baut Teile und bringt die nach Cadarache und da werden sie zusammengebaut. Und das führt dann dazu, dass praktisch jedes Teil, also da sind 18 gleiche Toroidalfeldspulen drin, die werden von 6 oder 4 verschiedenen Partnern, tatsächlich, die werden von 6 verschiedenen Partnern
gebaut. Also es ist so, wie wenn Sie sagen, wenn ich will ein Auto bauen und die vier Räder kommen von vier unterschiedlichen Firmen, weil ich will, dass alle vier dabei sind. Das würden Sie in der Industrie nie machen. Andererseits, wenn Sie ein Projekt machen mit all diesen Partnerländern, dann können Sie auch nicht sagen, okay, das ist die Schlüsseltechnologie, die machen jetzt die Europäer und der Rest bringt, was weiß ich, den Auspuff oder sonst was dazu und weiß dann aber nicht, wie das Auto funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass es relativ lang dauert und auch teurer geworden ist mit ITER. Inzwischen sieht es aber aus, wie wenn es auf einem guten Pfad wäre. Ich zeige Ihnen mal ein Bildchen. So hat das ITER-Gelände 2014 ausgesehen. Ich bin da öfters da gewesen und jetzt vielleicht auch mal wieder da, um zu sehen, wie der Fortschritt ist dabei. Und da hat man immer eine riesen Baustelle gesehen und es wurde immer gesagt, hier steht mal was Tolles. Und das war viele Jahre so, aber jetzt hier ist ein Bild von 2018. Da brummt es jetzt auf der Baustelle. Schauen Sie mal, da unten sind hier, also Menschen kann man kaum erkennen, so klein, da stehen größere Kranwagen und Lastwagen rum. Hier ist der Teil, wo der Tokamak drin sein wird. Hier sind die ganzen Gebäude, wo alles außenrum schon gebaut wird. Und jetzt ist hier 2021, 2022, das sind jetzt die, nicht nur die Gebäude, sondern Teile, die ankommen beim ITER. Die werden dann nachts, die kommen an den Hafen an in Südfrankreich, dann wird nachts die Autobahn gesperrt, dann werden die auf so einem Auto da, so einem Tieflader draufgefahren in 3 Tagen für 45 Kilometer oder sowas. Die stehen dann immer auf Parkplätzen tagsüber und nachts wird wieder die Autobahn durchgemacht. Und wenn das ankommt, dann werden die Spulen oder hier Teile vom Vakuumgefäß vormontiert und dann tatsächlich in den ITER eingebaut dabei. Und da sind die Leute gerade dabei, solche Sachen einzubauen. Also ich würde sagen, wenn man jetzt diese Bilder sieht, dann ist das erste Mal, dass man das Gefühl hat, da wird tatsächlich sozusagen was fertig. Das ist zum Beispiel so eine Magnetfeldspule, diese Kontur, und da stehen 3 Leute drin, die sich freuen, dass das Ding fertig ist. Aber da sehen Sie, was das für eine Größe ist da dran. Die Polyedalfeldspulen da oben, die also so rumgewickelt sind, die sind so groß, dass man sie nicht transportieren kann. Die werden tatsächlich in einer von diesen Hallen, die Sie vorhin gesehen haben, da on-site gewickelt und dann rüber transportiert. Also sieht ganz gut aus, habe Ihnen schon gezeigt, danach gibt es Demo, das wäre jetzt für uns in Europa der Schritt nach ITER. Das wäre der Schritt zwischen ITER und dem kommerziellen Fusionskraftwerk, wo Sie sagen würden, ich habe alle Technologie zusammen, ich will Elektrizität produzieren, ITER wird keine Elektrizität ans Netz produzieren, das ist immer noch ein Physikexperiment. Und das wäre eigentlich der Schritt, der dann auf meiner Roadmap so 2050 oder 2060 gekommen ist und gesagt hat, da habe ich ein funktionierendes Fusionskraftwerk. Jetzt ist es dann auch so eine Frage mit dem Fortschritt und mit der Definition, wenn man jetzt das brennende Plasma im ITER nimmt, dann sind es noch 10 Jahre oder 15 Jahre, aber keine 30 mehr. Wenn man die Elektrizität am Netz nimmt, dann sind es eher so 30 oder sowas. Je nachdem, wie viel sozusagen die Leute da drin investieren wollen. Da gibt es ganz unterschiedliche, zeige ich Ihnen hier nur sozusagen unterschiedliche Querschnitte. Es gibt ganz unterschiedlichen Optimismus. Es gibt Leute, die designen ihren Demo mit sehr konservativen Annahmen und der ist dann Faktor 1,5-mal so groß wie der ITER, das grüne Ding hier zum Beispiel. Und dann gibt es Leute, die annehmen, ich mache noch sehr viel Fortschritt und dann wird die Maschine ungefähr so groß sein wie der ITER auch. Aber ich glaube, die wichtigere Botschaft da drin ist, das ist jetzt nicht mehr nochmal so ein riesen aufgeblasener ITER, sondern ITER ist in der Größenordnung von dem, wie man sich vorstellt, dass ein Fusionsreaktor gebaut würde. Wie passt der Stellarator da rein? Hier unten in der europäischen Roadmap sehen Sie Stellarator als Backup-Strategy im Augenblick. Und es wird gedacht, dass wir bis Ende dieses Jahrzehnts an Wendelstein 7X genug Experimente und Ergebnisse haben, dass man sagen kann, der Stellarator ist eine Option fürs Fusionskraftwerk und dann könnte man sogar noch die Pferde wechseln. Und das wird dann so aussehen, da oben ist dieser Weg über die jetzigen Experimente und dann ITER und Demo. Das sind alles Tokamaks und gepulst, aber zeigt die ganze Technologie. Und hier unten kommt der Stellarator und wenn das Physikkonzept vom Stellarator bestätigt wird, kann man den hier irgendwann reinbringen, so eine Art Stellarator ITER bauen und dann danach das Fusionskraftwerk. Und jetzt kommt, sozusagen die letzten 3, 4 Folien sind wie immer, geht es dann auch schneller? Im Prinzip geht es schneller. Wer größeren Energiehunger hat, der kann es auch schneller machen. Die Chinesen haben eine Roadmap, in der ITER hier auch drin ist. Also hier auf der Seite unten, da sieht man den ITER, genauso wie das hier in unserer Roadmap der Fall ist. Aber dann gibt es hier eine Maschine, das ist jetzt hier ein bisschen, das sind nur 5 Jahre, die schon 2030 anfängt, die eigentlich unser Demo ist. Das heißt, die haben in ihrer Planung diese 2 sequentiellen Schritte bei uns parallel zueinander, was dann dazu führt,
dass da die chinesische Flagge über dem fertigen Fusionskraftwerk 2050 weht. Aber das ist dann schon eins sozusagen, wo nicht nur eins steht und demonstriert wird, sondern wo viele stehen und tatsächlich anfangen, Energie zu erzeugen. Und der Trick ist eben das Parallelisieren davon. China hat sehr viel Geld da reingesteckt. Auch da unten gibt es so eine Technologiefabrik. Also die fangen jetzt auch an, die Technologie zu untersuchen und nicht nur die Physik dabei. Und ich denke sozusagen, wenn es in China so weitergeht, werden die Chinesen uns irgendwann überholen wahrscheinlich. Aber im Augenblick ist es noch eine Geschichte der Zusammenarbeit. Also sozusagen wir geben und nehmen und lernen was von China. Aber der Energiehunger und das CO2-Problem sind halt in China anders als bei uns. Es gibt noch eine andere Idee, wie man es schneller machen kann. Das hatte ich vorher gesagt. Private-Public Partnership. Es gibt Investoren in der jetzigen Zeit, die relativ viel Geld in Fusions-Startups, Fusionsfirmen stecken. Da links habe ich mal so, und da gibt es die Fusion Industry Association, das sind jetzt also alle die privaten und nicht öffentlich geförderten. Die haben inzwischen 25 Mitglieder und 1,8 Millionen Euro in den letzten Jahren da reingesteckt, was relativ viel Geld ist. Es sind erhebliche private Geldmittel. Oben gibt es ein gutes Beispiel, gibt es eine Ausgründung vom MIT, das ist eine Spule, eine Magnetfeldspule. Die haben eine neue Magnetfeldtechnologie entwickelt, mit der das Magnetfeld fast einen Faktor 2 höher sein kann als das, was wir machen. Das ist was Tolles sozusagen, wenn man das technisch umsetzen kann. Es gibt andere, das habe ich hier auch geschrieben, also das ist eine große Chance. Es ist auch ein großes Risiko, weil die physikalischen Ansätze und die Zeitpläne unterliegen einfach weniger kritischer Durchleuchtung. Also wenn wir mit Steuergeldern finanziert ein Projekt machen, dann wird das sehr solide abgeklopft und sozusagen immer wieder geschaut, ist das sozusagen gerechtfertigt, was sind die Annahmen dafür, das wird immer wieder begutachtet. Hier ist es schon anders. Also es gibt manche Leute, da stehen einem die Haare zu Berge, was die sich vorstellen, 2030 Elektrizität am Netz oder sowas. Und auch die werden finanziert dabei. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird es ganz wichtig sein, dass man das unter einen Hut bringt, dass man den positiven Wind davon mitnimmt, ohne dass man sozusagen in diese Falle reinfällt, dass Leute sagen, ich kann das alles viel schneller und ich weiß alles, wo ihr nie dran gedacht habt, in 3 Jahren sind wir fertig, das wird so nicht kommen. Gut, damit habe ich jetzt nur noch 2 Folien und die 2 Folien bauen einer weiteren Frage vor, die es immer gibt, nämlich, seid ihr nicht viel zu spät, 2050 ist doch alles vorbei, Energiewende, haben wir das Problem gelöst. Ich persönlich zweifle daran auch, dass wir in Deutschland die Energiewende sozusagen mit 100% regenerativ durchgezogen haben bis dahin. Aber wenn man weltweit anschaut, wie sich der Energiebedarf entwickeln wird, das sind jetzt verschiedene Vorhersagen von verschiedenen Gruppen. Und das ist von 2000 bis 2100. Und da kann ich ehrlich gesagt 2050 keinerlei Trendwende oder sonst irgendwas erkennen da drin. Also ich denke, der Weltenergiebedarf, der wird steigen. Vielleicht ist das Problem dann bei uns gar nicht mehr so groß, weil sozusagen der Energiehunger, wir sind schon Leute, sozusagen eine folgende Nation, die relativ viel Energie beim hohen Lebensstandard verbraucht. Aber China und Indien zum Beispiel, da sieht das ganz anders aus und das Wachstum kommt auch tatsächlich daher. Und wenn Sie sich anschauen, wie dieser Energiehunger irgendwie, das ist eine relativ neutrale Studie, irgendwie gedeckt werden muss, dann sind da die Renewables, also Wind und Solar, dabei. Vielleicht, wenn Sie eine neuere, die Studie ist relativ alt, von 2009 oder 2010, wenn Sie eine neuere nehmen würden, wäre das ein größeres Teil, aber eine, wo es 100% gibt, gibt es normalerweise nicht. Und wenn Sie dann nicht bei Kohle und Gas bleiben wollen, dann muss Nuklear da irgendeine Rolle spielen da drin und dann könnte das halt sein, dass das auch Nuclear Fusion ist und nicht nukleare Spaltung. Gut, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir können gerne noch ein bisschen Fragen beantworten. Ja, vielen Dank.